WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 12. Juni 2012. Der Todestag der Psychoanalytikerin und Frauenrechtlerin Margarete Mitscherlich. Ich bin Feministin. Mit diesem Statement löst Margarete Mitscherlich 1977 ausgerechnet in der ersten Emma-Ausgabe eine Welle der Empörung aus. Später notiert sie: Die Zukunft ist weiblich oder es gibt sie nicht. Auch diese Aussage von Mitscherlich hat den Feminismus in Deutschland geprägt. Na, da war was los. Jetzt auch noch die. Die Provokation war unermesslich. Meines Wissens war sie die erste renommierte Analytikerin weltweit, die sich offen zum Feminismus bekannt hat. Für Margarete war es, wie sie einmal gesagt hat, ein richtiger Befreiungsschlag. Mitscherlichs langjährige Freundin und Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer lernt Margarete bei einem Interview kennen. Es ist gegenseitige Sympathie auf den ersten Blick. Ich hatte die Freude, Margarete ab 1975 gut zu kennen, bis zu ihrem Tod. Und es gab eins, was Margarete Mitscherlich hasste, sich zu langweilen. Zwei große Aha-Erlebnisse seien für sie prägend gewesen, hat Margarete Mitscherlich rückblickend gesagt. Die Begegnung mit der Psychoanalyse und die mit dem Feminismus. Sowohl für die Psychoanalyse als auch für den Feminismus ist sie eine wichtige Persönlichkeit geworden. Und als feministische Psychoanalytikerin hat sie oft angeeckt. Zum Schrecken ihrer eigenen Zunft engagiert sich die Medizinerin für die Abschaffung des Paragraphen 218 und verklagt 1978 gemeinsam mit Alice Schwarzer den Stern wegen seiner sexistischen Titelfotos. Das führt zum ersten bundesdeutschen Sexismusprozess. Margarete Mitscherlich in einem WDR-Interview aus dem Jahr 2006. Das Blödsinnige ist die ganzen Feindschaften, die dann auf einen zukamen. Ich muss gestehen, die waren mir auch so egal, weil ich sie nie als tödlich empfand. Man wusste, die können einen nicht umbringen, weil man Vaterlandsverräter in Anführungszeichen ist oder ein Nestbeschmutzer. Also ich habe dann mir eine Geheimnummer angelegt, weil ich mich vor Drohanrufen nicht retten konnte. Nur ob das wirklich Angst in mir hervorgerufen hat im Verhältnis zur Nazizeit? Nein. Geboren wird Margarete Nielsen am 17. Juli 1917 im deutsch-dänischen Grenzgebiet. Die Grenze verläuft auch innerhalb ihrer Familie. Denn sie wächst auf als jüngste Tochter eines patriotisch-dänischen Landarztes und einer aus Lübeck stammenden national- und frauenrechtsgesinnten Schuldirektorin. Margarete ist früh mit dem Leben zwischen zwei Kulturen konfrontiert. Doch sie identifiziert sich aufgrund der starken Mutterbindung sehr mit ihrer deutschen Herkunft. Diese Erfahrung prägt ihre Grundhaltung, die sie wie folgt formuliert. Wir haben keine menschliche Zukunft, wenn wir nicht versuchen, andere als andere zu verstehen. Ihnen zuzuhören, ihre Konflikte zu verstehen. Ohne dieses Einfühlungsvermögen wird es immer wieder Kriege geben. 1937 absolviert sie ihr Abitur an einer Privatschule in Flensburg und studiert zuerst Literatur, später Medizin in München und Heidelberg. Sie gehört einer Gruppe von Studierenden an, die zwar gegen die Nationalsozialisten sind, aber selbst keinen Widerstand leisten. Ich war nicht mutig genug, bekennt sie später. Ich habe immer wieder verglichen bis heute. Und da machte sich Jugend keine Vorstellung davon, in welcher Dauergefahr, wenn man nur irgendwie jemanden vermittelte, dass man kein Nazi war oder dass man BBC hörte und so weiter, man dort stand, in welcher Dauerangst, Wut und Hass explosiv wie ein Vulkan rumorte. Das war so unterschiedlich, wo Deutschland eine Demokratie war. Ein Wendepunkt in ihrem Leben ist 1947 die Begegnung mit Alexander Mitscherlich in einer Schweizer Klinik, wo sie als Ärztin arbeitet. Es soll nur eine kleine Affäre bleiben, denn der habilitierte Arzt ist in zweiter Ehe verheiratet und hat bereits 6 Kinder. Er macht die 9 Jahre jüngere Kollegin mit der Psychoanalyse vertraut. Als 1949 der gemeinsame Sohn Matthias auf die Welt kommt, kehrt sie allein nach Deutschland zurück, um sich in Psychotherapie und Analyse auszubilden. Ihr Sohn bleibt später in der Obhut ihrer Mutter und ihrer Familie in Dänemark. Diese Entscheidung ist ihr nicht leicht gefallen. Matthias Mitscherlich hat heute Verständnis dafür. Man kann sich unschwer vorstellen, was 1949 eine uneheliche Geburt, damals gab es noch den Ehebruchparagraphen, es hätte also sogar strafrechtliche Folgen haben können, aber es hätte natürlich desaströse Folgen gehabt für die Karriere, also der Job wäre weg gewesen
Naja, es war es, wie es war. Jedenfalls steht in meiner Geburtsurkunde Vater unbekannt. 1950 promoviert Margarete in Tübingen zur Doktorin der Medizin. 5 Jahre später heiraten Margarete und Alexander Mitscherlich. Beide arbeiten an der von ihm geleiteten Klinik für psychosomatische Medizin an der Universität Heidelberg. Sie vervollständigt ihre psychoanalytische Ausbildung für ein Jahr in London. Ich habe Anna Freud kennengelernt, ich war bei Michael Balen in Analyse, mit einem kleinen Seminaren habe ich gesessen. Das war für mich auch eine sehr spannende Zeit, weil ich die Analyse mit den noch zum Gründervater gehörigen Clique ganz anders unmittelbar erlebte, als man das noch durch Bücher konnte. Mit der Gründung des Sigmund Freud Instituts 1960 in Frankfurt am Main holen die Mitscherlichs die Psychoanalyse aus dem Londoner Exil nach Deutschland zurück. Viele deutsche Psychoanalytiker sind während der Nazizeit ausgewandert. In Frankfurt schließt das Ehepaar Freundschaft mit den Vätern der Frankfurter Schule, mit Adorno und Horkheimer. Und auch Habermas stößt dazu. Manche haben zum ersten Mal kapiert, was überhaupt Psychoanalyse ist. Zum Beispiel der Jürgen Habermas hat mir das wiederholt gesagt, das sei für ihn zentral wichtig gewesen. Schon seit 1956 haben die Politiker, der Ministerpräsident Zinn vorneweg, dafür angefangen zu arbeiten, ein psychoanalytisches Institut zu machen. Natürlich mit besonderer Unterstützung von Horkheimer und Adorno. Margarete Mitscherlich pendelt in jener Zeit zwischen Heidelberg und Frankfurt. Lange Zeit ist sie die Leiterin der psychoanalytischen Ausbildung für ganz Deutschland. Erst nach dem Abitur ihres Sohnes 1967 zieht sie dauerhaft zu Alexander Mitscherlich nach Frankfurt. Im gleichen Jahr erscheint auch das gemeinsam verfasste Buch »Die Unfähigkeit zu trauern«. Darin untersuchen sie die Verdrängung des Nationalsozialismus in der gerade beendeten Adenauer-Ära. Die Schrift wird zum Meilenstein der spät beginnenden Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit in der Bundesrepublik. Gerade diese merkwürdige Entwicklung in Deutschland, dass eigentlich alles beim Alten blieb und innerhalb Deutschlands, wenn man nicht gerade ein hervorragender Nazi gewesen war, niemand ein Nazi gewesen war, das führte natürlich auch dazu, dass wir uns fragten, was ist da eigentlich passiert, wie kann man das Ganze verstehen? Und wir haben ja eigentlich, Alexander Mitscherlich und ich, das gleiche Interesse gehabt, versuchen zu begreifen, wie aus einem Lande, das ist einem alten Kulturvolk, so etwas werden konnte, um es dann nach 12 Jahren, sind ja historisch gesehen eine kurze Zeit, so beendet schien, dass man nicht mehr darüber reden brauchte. Eine ganze Nation wird aufgerüttelt. Das Gemeinschaftswerk der Mitscherlichs ist eine psychoanalytische Studie des NS-Regimes und Wegweiser für die Bewältigung der Nazi-Vergangenheit. Lehnen wir ab und die Entbehrung ertragen wir nicht. Wir müssen Trauer davon Abschied nehmen, dass wir mit den Führern, die wir so über alles hysterisch geliebt haben, leider einen Weg gegangen sind, der nur mit Hass und nichts mehr mit Liebe zu tun hatte. Es geht darum, dass eine gewisse Menschlichkeit, meine Mutter, meine Eltern, versucht haben, die Gesellschaft damit zu infizieren. Ein Jahr nach Erscheinen des Buches und dem Tod Adenauers werden die Mitscherlichs zu Stars der Studentenbewegung. Endlich kam eine Generation und sagte, wir wollen einfach mehr wissen, wir wollen das verstehen lernen. Dieser Druck, der auf ihnen offenbar lastete, den wollten sie endlich loswerden. USA aus, Vietnam raus! In einer Zeit des Umdenkens bietet die Frankfurter Schule vielen Studentinnen und Studenten den Raum zur eigenständigen Reflexion. Adorno und Horkheimer ermutigen sie auf ihrem Weg, bis die eigenen Lehren sich gegen sie selbst richten. Alexander Mitscherlich, der den Studenten nahesteht, wird 1968 von Hans-Jürgen Krahl, dem zweiten Mann nach Rudi Dutschke, in der Studentenbewegung bei einer Kundgebung abgekanzelt. Ich bin kein demagogischer Zerstörer. Aufbruch und Rebellion. Beides liegen nah beieinander, kommentiert der Mediziner Alexander Mitscherlich 1968 in einem Fernsehinterview. Es gehört immer zu jeder revolutionären Bewegung ein Stück Vatermord, wie man sagt. Ein Stück Mord der alten Generation. Alle großen Revolutionen der Weltgeschichte enthalten dieses gewaltsame Abtöten der Vergangenheit, weil diese Vergangenheit so enttäuschend war, auf der einen Seite einen eben nicht beschützt hat und weil auf der anderen Seite man doch sehr viel Furcht vor ihr hat.
1982 stirbt Alexander Mitscherlich. Für Margarete ist das ein schwerer Schlag. Familie und Freunde fangen sie auf. Doch irgendwann ist sie wieder da, strahlend und lebendig wie zuvor. Ja, sie konnte heftig sein, ja, sie konnte auch ungerecht sein, aber sie war immer mutig und jederzeit bereit, Fehler einzugestehen. Vor allem, sie war ganz und gar unrepressiv. Sie war eben eine antiautoritäre und Aufklärerin durch und durch. Zu einem kultivierten Leben gehört auch die Selbsterkenntnis, pflegte Margarete Mitscherlich stets zu sagen. Denn wer sich selbst nicht kennt und vertraut, argwöhnt in allem Neuen und Fremden Gefahr und den Feind. Mein Lebensziel war und ist die Befreiung von Denktabus, Vorurteilen und Ideologien. Und damit macht sie ernst. Die Autorin erweitert ihr politisches Spektrum und kümmert sich ab den 80er Jahren vermehrt um die Frauenfrage. Der Feminismus, den sie von ihrer Mutter lernte, steht für Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern ist für die Ärztin nicht angeboren, sondern anerzogen. Sie schreibt viele Bücher zum Thema, darunter »Die Zukunft ist weiblich«, »Über die Mühsal der Emanzipation«, »Müssen wir hassen« und vor allem »Die friedfertige Frau«. Erschienen 1985 löst das Buch kontroverse Diskussionen aus. Mitscherlichs Thesen seien zu wenig wissenschaftlich begründet, sagen Kritiker. Und sie blende weiblich aggressives Verhalten aus. Frauen seien ebenso am antisemitischen Wahn beteiligt gewesen, den sie nicht nur erduldeten, sondern auch beförderten, erklärt die Wiener Politologin Liljana Radonitsch. In ihrem Buch »Die friedfertige Frau« behauptet Mitscherlich also, Frauen seien nicht wirklich antisemitisch. Sie verfallen dem Antisemitismus als Folge ihrer Identifikation mit männlichen Vorurteilen, weil sie Angst vor Liebesverlust haben. Das Buch ist geradezu beispielhaft für das Verhältnis der Frauenbewegung zum Antisemitismus, zumindest in einer bestimmten Phase, und auch für einen Umgang mit der Rolle von Frauen im Nationalsozialismus. Margarete Mitscherlich kontert: Dass Frauen nicht weniger aggressiv sind als Männer, ist vollkommen klar. Nur die Art, wie sich die Aggression äußert, ist sehr unterschiedlich. Aber das ist letztlich doch von großer Bedeutung, wenn man die Welt ansieht. Etwa 20 Jahre später ergänzt Margarete Mitscherlich in einem Gespräch: Fürchterlich, diese Menschen, die niemanden hassen, das ist ja auch nichts. Aber es ist ein Unterschied zwischen Hass und Hass und zwischen Feind und Feind. Sobald es dumm wird, das Feindbild, er muss so sein, ich will ihn oder sie so sehen, anstatt nachzudenken, warum sehe ich ihn oder sie so, dann trägt es nicht zur Entwicklung eines Menschen bei, sondern das verdummt einen Menschen. Margarete Mitscherlich bleibt Zeit ihres Lebens alles andere als friedfertig. Lebendig zu bleiben bedeutet für die Psychoanalytikerin stets auf der Suche nach sich selbst zu sein. Am Morgen des 12. Juni, kurz vor ihrem 95. Geburtstag, stirbt Margarete Mitscherlich in Frankfurt am Main. Friedlich, ohne Schmerzen und im Kreis ihrer Familie, so wie sie es sich gewünscht hatte. Alexander Mitscherlich, eines der Enkelkinder, wohnte während seines Studiums in Frankfurt nur zwei Straßen weit entfernt von der Großmutter. Sie hatten ein sehr gutes Verhältnis und verbrachten viel Zeit miteinander. Was ihr auch sehr wichtig war immer, war ja, dass sie noch bis zum Ende sehr klar im Kopf war und dass sie auch nie tüdelig war oder auch nie so war, dass sie irgendwie selbst gemerkt hätte, dass sie geistig abbaut. Also sie hat natürlich oft über das Sterben geredet und wie sie sich selbst mit dem Tod auseinandersetzt, was, glaube ich, auch sehr interessant war, dass jemand auch so reflektiert darüber nachdenkt. Aber sie hat ja auch immer das Beste aus der Situation gemacht. Margarete Mitscherlich blieb bis ins hohe Alter engagiert, politisch und beruflich aktiv. Für viele Frauen bleibt sie eine Inspiration und in Erinnerung als mutige Freidenkerin, die sich unbeirrt für Selbsterkenntnis, Emanzipation und Solidarität mit Schwächeren einsetzte. Im Zeitzeichen erinnerte Milahat Szymczek an Margarete Mitscherlich, die heute vor 10 Jahren gestorben ist. Redaktion: Gesa Rünker.